Hi, Scheiß machen. Und ich bin Eren. Und wir haben uns mit der Familie Jakobson beschäftigt. Zu der Familie Jakobson gehört der Vater Moses Jakobson, seine Frau Sida und seine Tochter Ruth sowie ihre drei anderen Brüder Ori, Steffen und Ethan. Also sie haben als Familie zusammen hier in der Landsberger Straße 18 gewohnt in Berlin. Und die drei Söhne mit dem Vater wurden nach Buchenwald deportiert und die Mutter mit der Tochter nach Ravensbrück. In seinen 20er ist Moses nach Berlin ausgewandert. Dort kam er bei einer Familie unter, bei der er sich in die 15-jährige Tochter Sida verliebte. Sie bekam vier Kinder, Ruth, Steffen, Ori und Ethan. Und alle vier hatten natürlich auch die türkische Staatsbürgerschaft durch Moses. 1935 entzog die Türkei den Juden in Deutschland die Nationalität. Somit musste die Familie deren Reisepässe der Türkei zurücksenden. Sie behielten jedoch ihre türkischen IDs, was dazu führte, dass sie immer noch als Türken in Deutschland zeigen konnten. Im Oktober 1943 wurde die Familie durch zwei getrennt. Sida und Ruth wurden nach Ravensbrück transportiert. Moses und seine Söhne hingegen nach Buchenwald. Später stellten sie fest, dass die Familie für das Austauschprogramm des Internationalen Roten Kreuzes zwischen Palästina, den Deutschen und den Briten in Betracht gezogen wurden. Von Ravensbrück aus wurden sie in ein Camp in Laufen in Oberbayern gesendet. Da hatte Ruth ihren zukünftigen Ehemann Max kennengelernt. Mutter und Tochter machten sich im Frühjahr 1944 auf den Weg nach Istanbul während des Krieges, über Wittelen, Frankreich. Nach ein paar Monaten in Istanbul kamen Mutter und Tochter letztendlich am 10.07.1944 in Haifa an. Später kam Max, den sie zuvor kennengelernt hatte, dazu. Da Moses, Steffen, Ori und Ethan alle überlebt hatten, konnten sie sich wieder vereinen. 1946 heiraten Ruth und Max und bekamen ein Kind in Palästina. Später zogen sie nach Bremen um, wo deren weitere Kinder geboren sind. Bis 1943 war Familie Jakobson durch ihre türkische Staatsbürgerschaft geschützt, da die Türkei zu der Zeit ein neutraler Staat war. Dadurch hatte die Familie die Möglichkeit, andere Jüdinnen ohne türkische Staatsbürgerschaft zu verstecken. Dieses Privileg änderte sich jedoch, nachdem Deutschland allen neutralen Staaten verkündet hatte, ihre Bürgerinnen zurückzuholen, bevor sie auch deportiert werden. Trotz mehrmaliger Erinnerungen hatte die damalige Türkei diese Ermahnungen ignoriert und weigerte sich zunächst, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzuholen. Im Frühsommer 1943 holte die Türkei neun Jüdinnen, mehrheitlich Diplomaten, mit türkischer Staatsbürgerschaft zurück in ihr Land. Also mir geht es jetzt gut. Ich würde auch behaupten, dass die gesamte Forschung aus Up und Downs sozusagen bestand, wie jede andere Forschung auch. Aber auch bin ich viel, viel aufgeklärter, habe viel mehr Wissen bezüglich dieser Minderheit, dieser Gruppen und finde es auch wichtig, dass ich dieses Wissen, was ich jetzt habe, auch weitergeben kann. Ich wollte jetzt mit der Zeit immer mehr über die erfahren und habe immer noch offene Fragen. Was bedeutet, dass ich weiterhin forschen muss, bis ich wirklich fast alle Fragen beantwortet habe, weil sonst kriege ich keine Ruhe. Also wir leben in Deutschland in einer weißen Mehrheitsgesellschaft oder auch Dominanzgesellschaft. Ich gehöre auch zu einer Minderheit. Ich habe einen Migrationshintergrund und ich finde Community-Arbeit mega wichtig, wo auch Minderheiten sich mit anderen Minderheiten beschäftigen sollten, weil das auch etwas Empowerndes an sich hat und ich sozusagen ihnen eine Stimme verleihen kann. Hat mich das Thema extremst interessiert. Ich hatte davor noch nie von dieser Minderheit, diesen türkischen Juden und Jüdinnen gehört. Und als ich dann mit den Forschungen angefangen hatte und weiter recherchiert hatte, hat mich das noch mehr und noch mehr interessiert. Ich konnte auch auf einer Seite mit ihnen Empathie bilden, weil ich es sehr gut nachvollziehen kann meistens, wenn man nicht immer alle Privilegien besitzt, vor allem ich als Türkin aus Deutschland. Also da ich selber türkischer Herkunft bin und hier in Deutschland lebe, hat mich das Leben türkischer Juden vor allem sehr interessiert, da ich normalerweise keine türkischen Juden kenne. Dementsprechend war es auch eine Überraschung für mich, dass es Familien existierten, die eine türkische Staatsbürgerschaft hatten und gleichzeitig Juden waren und auch hier in Deutschland aber gelebt haben. Dementsprechend sind die so wie ich in meinen Augen, nur dass sie halt eine andere Religion haben, vielleicht eine andere Kultur noch teilweise, aber ich habe mich mit denen identifiziert und wollte deren Lebensgeschichte besser kennenlernen. Und darüber auch forschen.
Ich glaube, ich spreche hier für mein gesamtes Team. Wir wünschen uns auf jeden Fall, dass man über diese Familie spricht, dass man sich an sie erinnert und dass man auch ganz klar historisch drauf zeigt, dass dort Ungerechtigkeit geherrscht hat und dass man auch über solche Familien, über die Minderheit der Minderheit, das waren türkische JüdInnen, dass man darüber auch in der Schule spricht und dass man vielleicht in der Schule aus dem Eurozentrischen irgendwie expandiert und irgendwie auch den Horizont erweitert und über solchen Geschichten letztendlich auch spricht, denn sie müssen gehört werden. Also zunächst einmal finde ich es wichtig, dass diese Minderheit mehr Studien haben sollte. Es sollte viel mehr Aufklärung geben bezüglich Familie Jakobson, aber auch den anderen Familien und allgemein das Thema. Weil sollte es da ganz viel Aufklärung herrschen, denn wenn es keine Aufklärung gibt, dann kann es dazu kommen, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Und wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Gegenwart und die Zukunft besser wird. Auf jeden Fall finde ich, dass Familie Jakobson eine Art Stärke symbolisiert, weswegen ich finde, ein Gedenkstein würde perfekt für sie passen, für jedes einzelne Familienmitglied und das, was sie alles durchmachen mussten und für das, was sie gekämpft haben und sich erkämpft haben. Am besten wäre es, wenn sie einen Gedenkstein in allen Standorten bekommen, wo sie schon mal waren, sei es in Palästina, sei es in Deutschland oder auch in der Türkei. Also während des Forschungsprozesses war es wirklich interessant zu erfahren, dass die in Berlin gewohnt haben, also die Familie Jakobson. Es ist die Landsberger Straße 18 und meine konkrete Idee wäre wirklich, dort einen großen goldenen Stolperstein anzulegen, statt wie wir es in Berlin kennen mit einzelnen Stolpersteinen. Bei dem großen Stolperstein würde man die Familienmitglieder auflisten und es wäre wirklich etwas, was für Aufsehen ersorgt, wo Menschen wirklich raufgucken würden und es auch lesen würden. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass allgemein deren Geschichte auch von den anderen Familien zum Vorschein kommt, inklusive unseres Forschungsprozesses, da wir ja auch viel über die recherchiert haben, was andere jetzt nicht wirklich wissen. Und die Welt soll einfach sehen, dass es auch solche Familien gab. Thank you.